Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in der Folge 85, 86, 87, keine Ahnung, wie immer. Ich nehme im Voraus auf und deswegen weiß ich nicht, in welcher Folge wir sind, aber ich glaube irgendwie so in den 80ern. Haha, in den 80ern. Freunde, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich hoffe doch mal. Und gleich vorweg, ja, ich sehe es selber, es ist keine Facecam an, auch irgendwie. Weil, warum kann ich euch sagen? Weil der Schreibtisch aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme woanders steht. Ich bin schon wieder am Umräumen und am Rumrotieren und deswegen ja Verkabelung und so, ne, das ist immer ein bisschen blöd mit diese Kabelbinder da, die Geschichte. Deswegen seht es mir nach. Heute müssen wir mal diese Aufnahme-Season mal wieder ohne Facecam machen. In der nächsten Aufnahme machen wir aber wieder mit Facecam. Ich hoffe, dass ich bis dahin den Schreibtisch wieder da habe, wo er auch vorher stand. So. Ansonsten hoffe ich, dass keine Baustellengeräusche im Hintergrund zu hören sind. Aktuell ist es ganz ruhig. Das ist auch gut so. Und ja, was machen wir heute? Ich habe mich schon ein bisschen ausgerüstet. Ihr seht schon, was kommt. Genauso wie angekündigt in der letzten Folge. Wir gehen heute mal ein bisschen runter in den Untergrund und da werden wir ein bisschen farmen, ne? Weil wir brauchen wieder ein bisschen Material. Wir brauchen hier ein bisschen Kabel, wir brauchen hier Tiefenschiefer, ne? So, also wir brauchen eine ganze Menge und deswegen würde ich sagen, ja, rumpeln wir einfach mal los. Ich habe eine Eisenspitzhacke am Start, die werden wir mitnehmen, aber wie immer, wir arbeiten hauptsächlich mit Stein. Weil, ja, einfach weil es noch günstiger ist, ne? Wir sind ja noch nicht so gut ausgerüstet, kurz vor der 100. Aufweia, wie peinlich, das kannst du gar keinen erzählen, ne? Also, ich sehe gerade, wir brauchen auch Fackeln, weil ansonsten kommen wir nicht weit. Weil ich habe nur 7 Fackeln und 7 Fackeln ist, ja, ein bisschen witzig, ne? Also, naja. Nehmen wir uns auf jeden Fall ein bisschen mit. Kann nichts schaden. Was ist denn hier eigentlich drin? Achso, da war leer. Fackeln. Gehen wir mal dann nach oben. Essen habe ich bei, das ist gut. Da ist nichts mehr drin. Dann müssen wir uns neue machen. Ja, also wir sehen schon, es ist alles ein bisschen, ne? Also wir müssen jetzt wirklich ein bisschen was machen. Ansonsten kommen wir hier wirklich in Schwierigkeiten. Ja, weil 39 ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin. Wir müssen ein bisschen was machen, weil ansonsten haben wir wirklich Schwierigkeiten. Wir brauchen Baumaterial, ne? Und so habe ich ja auch die letzte Folge genannt. Wir haben kein Baumaterial mehr oder so, ne? Und deswegen müssen wir uns da ein bisschen was holen. So, das machen wir auch. Ja, da möchte ich gleich mal vorweg eine Frage beantworten. Ja, es kam endlich mal wieder eine Frage rein, da freue ich mich immer über Fragen. Und zwar folgendermaßen, ob bei Planet Eternia es auch so ist, dass es eine Unterwelt gibt. Weil es wurde gesagt, so naja, Beastman und so, ne, Unterwelt. Ja. Also ich kann verstehen, was damit gemeint ist. Es ist mir auf jeden Fall so, dass ich sage, ja. Kann ich alles nachvollziehen. Nur, sind wir hier schon ganz unten, nicht? Nee, sind wir nicht. Als hätte ich es gewusst. So, dann werden wir, würde ich sagen, diese Stollen hier einfach mal erweitern. Oder wir gehen einfach mal hier rein, in die Richtung. Ja, das ist doch mal eine Idee. Gehen wir einfach mal hier rein und gucken mal, was so los ist. Ja, also das, wir brauchen eh den Stein. Also Unterwelt auf Eternia. Also ja, sicherlich, Beastman wird oft als Fürst der Dunkelheit neben Skeletor, den hauptsächlichen Fürst der Dunkelheit, ne, immer erwähnt. Das ist ja der Knecht im Prinzip. Und seit Beginn der Serie oder dieses, ja wie nennt man das, dieses Universums, gelten ja immer Skeletor und Beastman, soweit bin ich jetzt schon, als untrennbar. Ne? Die waren von Anfang an, also Skeletor und sein Knecht, die ganzen anderen, die kamen ja alle erst später dazu. Gut, Trapjaw, Triklops, ne? Die waren natürlich auch schon relativ früh mit dabei. Ja, das ist klar, das sind so die ersten, ne? So die ersten Charaktere, die damals da rausgekommen sind. Nur Beastman gilt bis heute so als derjenige, der so von Anfang an neben Skeletor war, ne? Mit seiner Peitsche da, die er da hatte und der ein bisschen dumm so ein bisschen, ne? Also ist jetzt nicht so die hellste Kerze auf der Torte sozusagen, ne? Und Skeletor hält sich ja eh immer für den größten Bösewicht der Galaxis. Also von daher, so sagt man auch immer wieder so, das sind so die Fürsten der Unterwelt, ne? Nur man muss dazu sagen, wo wohnen die? Naja, die wohnen ja erstmal in Snake Mountain, ne? Und Snake Mountain ist ja nun auch eine Burg, ne? So die Schlangenburg, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, dann gab es ja auf Eternia vorher schon ganz andere Gesetzmäßigkeiten, so möchte ich die mal nennen.
Und das Ganze mit Snake Mountain und so mit Castle Grayskull, das kam ja alles erst später, ne? Mit dem Geist von Castle Grayskull zum Beispiel. Ja, das kam ja alles erst später, weil vorher gab es diese drei Türme, ne? Das hat man ja so in diesen Hörspielen, zumindest, ich bin ja noch nicht so weit gekommen, vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht, ist man da noch nicht so weit durch, ist das ja gar nicht so erwähnt worden, dass zum Beispiel die Schlangenmenschen auch schon von vornherein eine große Rolle gespielt haben, ne? Und das hatte man ja so erstmal gar nicht mitbekommen. So, oh, was Schlangenmenschen und so, wie weit waren da los gewesen, ne? Also das fand ich auch schon mal mega spannend. Und deswegen kann man sagen, so eine Unterwelt in dem Sinne gab es eigentlich nicht. Aber, Freunde, es gab Höhlen. Es gab Höhlen in diesen Bergstollen drin. Ich sage nur Beispiel, die Folge Hörspielkassette mit dem Whiplash. Ja, da wo auch die Fahrzeuge da so sind, da sind die auch in so eine Art Ravine runter, ne? So genauso wie in Minecraft, ne? Und es geht ja schon gut los hier. Und ach du Scheiße, jetzt kann ich ja direkt hier erstmal ordentlich Gravel. Ich will mal nicht hoffen, dass es jetzt hier wieder. Oh nee. Wie viel haben wir da? Naja, vielleicht können wir uns so ein bisschen da durchmogeln. Ja, sieht gut aus. Ne? Also so, das gibt es dann schon so Höhlen, wo die reingehen und dann ist dann unten halt irgendeine Mechanik oder so. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das müssen wir uns alles merken, ne? Das müssen wir alles mit Glück dann abbauen, wenn wir haben. Deswegen nehme ich es jetzt nicht raus, den Dia. Nehmen wir dann mit Glück abbauen, da haben wir mehr von. Hohoho. Sehr schön, sehr schön. Direkt im Boden drin. Ja, also deswegen, ich bezeichne es als Unterwelt, ja. Also nicht diesen Begriff Unterwelt für das Böse, für den Hades, für die Hölle, so wie man es eigentlich so verbindet, sondern ich mache das wirklich so, dass ich sage, so Unterwelt im Sinne wirklich von so Ravine, von Höhle, richtig tief runter, halt Deep Dark so, ne? So das Deep Dark, so das würde ich so als Unterwelt bezeichnen. Und natürlich, da gibt es einige, ne? Webster zum Beispiel. Webster ist ja auch so einer der Spinnenmenschen, ne? Oder Modolok, so von der Horde, ne? Der war ja auch immer sehr, sehr tief unten in den Bergen drin oder in den Schluchten drin, ne? Da gibt es ja eine ganze Folge, die sich nur mit Modolok auseinandersetzt, da wo er selbst ein, ja, Skeletor die Buchsen voll hatte, ne? Also der Unberechenbare, ne? Genau, also das ist schon interessant. Tribord hieß das gegen, ne, ich meine mal, Tribord war auch von den Bösen, ne? Genau. Also schon mega spannend, also so viel zum Thema Unterwelt. Ja, wollte ich einfach mal beantwortet haben, weil fand ich dann ganz gut, dass wir dann auch wieder so ein bisschen themenspezifisch hier zu Minecraft zurückkehren, auch wenn wir noch lange nicht da sind, wo wir hinwollen, mit den, ja, mit den ganzen Bauten und so, ne. Aber, naja, es steht ja schon das Logo von Masters of the Universe da, also, oh, 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 ho, ho, Freunde, oh, ho. Na, das sieht ja gut aus. Also, da haben wir schon mal eins, zwei, da ist der dritte. Oh, ich freue mich schon, wenn wir Glück drei haben, das wird schön. So, ich grab mich mal hier so außen, ganz vorsichtig außen rum. Ja, das liegt ja direkt auf dem Weg. Das können wir uns auch merken. Schön, Stollen 1 ist der Dia-Stollen. Na, da muss doch mal ein bisschen was rauskommen, ne? Da muss doch mal so ein bisschen was rausspringen. Ich weiß nicht, dahinter ist da noch einer. Ich sehe jetzt gerade nichts. Na, da ist einer hier, ne? Da oben könnte noch einer sein. Lassen wir uns überraschen. Wird spannend. So, wir bleiben mal auf dieser Ebene hier. Zack, so in diesem Bereich. Weil das bestimmt, na gut, jetzt hier in dem Chunk weiß ich jetzt nicht, aber wir wollen ja uns eh geradeaus, es geht ja auch um die Steine, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen Steine wieder haben, dass wir dann unsere Mauern weiterziehen können von unserer Mall. Für die, die jetzt erst einschalten, ja, ich bin gerade dabei, für die Dorfbewohner eine kleine Mall aufzubauen, dass wir halt besser uns ausrüsten können. Wie gesagt, es ist einfach so, wir sind hier kurz vor Folge 100 und ich bin immer noch nicht ausgerüstet. Wir machen immer noch hier weiter mit Steinwerkzeug, obwohl wir uns schon Eisen leisten könnten, theoretisch. Aber wir machen alles gemütlich, genau. Ah ja, wie schön. Aber es tut mir wieder ganz gut, hier auch so ein bisschen im Untergrund zu sein, hier ein bisschen so Steine wegzuklöppeln, ein bisschen Erze frei zu buddeln. Kann ja erstmal nicht so verkehrt sein. Ja, Freunde, ansonsten, wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's eigentlich relativ gut. Ich habe wieder viel, viel Vorbereitungsarbeit gemacht für mich beruflich. Ja, da geht's jetzt wirklich steil voran. Ich will nicht sagen bergauf, aber erstmal voran. Und ich finde es mega spannend, und ich habe es euch ja schon in der letzten Aufnahmeseason erzählt, was man so für, ja, was man so alles so erlebt, so, ne? So Arbeitsabläufe, mit denen du vorher noch nie so zu tun hattest. Zum Beispiel, ich habe so einen Händler jetzt gesucht, der so Fläschchen, 100 Milliliter Fläschchen anbietet, ja, für einen fairen Preis.
Und jetzt gibt es ja da verschiedene Sorten, ne? Also es muss Glas sein und das ist am besten, wenn noch so ein Zerstäuber oben drauf ist. Also im Prinzip so ein, ja, so eine Parfümflasche, könnte man auch sagen. Sowas in der Richtung. Und jetzt ist es spannend, erstmal zu recherchieren, wer stellt denn sowas überhaupt her? Und wie wird denn das überhaupt hergestellt? Ne? Sowas weiß man ja alles gar nicht. Und kann man denn das auch in Schwarz herstellen? Weil ich will nämlich schwarze 100 Milliliter Glasfläschchen haben mit Zerstäuber gleich mit bei, mit einem Standardgewinde. Also das wäre schon so, wo ich sagen würde, ja, das würde mir gefallen. Das muss ich jetzt natürlich mal gucken, wie sich das realisieren lässt und vor allen Dingen, was das kostet, welche Auflage ich da erfüllen muss, also im Sinne von, wie viel muss ich da abnehmen. Das sind alles Sachen, die in den Businessplan noch mit rein müssen, ne? Das ist so Kalkulation und so und daran wird dann der Endpreis dann sozusagen für den der Verbraucherpreis muss dann berechnet werden. Das ist wirklich, das hat man, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann denkt man immer nur, ja, das kriegst du alles so hin, du verkaufst du mal ein bisschen da, ne? So wie auf eBay. Aber nee, Freunde, das ist wirklich viel krasser. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Dass das so, also selbst bei meinem Chef, da habe ich ja viel da so in diese Richtung gemacht, ne? Nur das hat der ja alles gemacht. Ich habe ja im Prinzip nur das fertige Produkt, die Werbung vorgesetzt bekommen und hier mach mal, preis das Ganze mal schön marketingtechnisch an. Aber so, dass du da so richtig dabei bist, so, das hatte ich ja gar nicht, ne? Da ist ja so alles kalkulieren und so, das hat der ja alles gemacht. Da sieht man mal, was der für eine Arbeit hatte. Also das war, wow, Freunde, wow, sage ich dazu nur, ja. Wow. Müssen wir erstmal wegnehmen, ja. So. Nee, also wirklich spannend, ja. Und da habe ich mich natürlich jetzt erstmal die ganze Zeit mit beschäftigen müssen. Ich sage bewusst müssen, weil es ging kein Weg dran vorbei. Weil das muss natürlich in den Businessplan noch mit rein, wenn ich da zum Vorsprechen gehe oder so, ne? Und ja, von daher blieb mir da gar nichts anderes übrig, ne? Ja, aber hat Spaß gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, öh, voll langweilig, öh, voll blöd oder so. Nee, nee, das hat wirklich Spaß gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, also ich hoffe mal, drückt mir mal die Daumen, dass ich da möglichst günstig an diese Flaschen rankomme, weil ohne die Flaschen wird es wirklich schwierig. Das ist somit das Schwierigste. Die ganzen Apparaturen, die ich brauche für mein Vorhaben, das ist erstmal soweit safe. Also da habe ich jetzt schon jemand gefunden, der mir zum Beispiel so eine Aufgusswanne besorgt. Recht günstig, das finde ich ganz gut, auch vom Platz her, das habe ich schon gemacht. Auch die Wasseraufbereitung habe ich schon gemacht, das habe ich auch schon soweit alles schon mal getestet, so wie das so ist vom Feeling her, ne? Und jetzt ist natürlich noch so die spannende Frage, die Langzeit, die Langzeitwirkung. Also ich brauche ein Zertifikat im Prinzip, da muss ich ins Labor. Also im Labor machen die da untersuchen, mein Produkt, ob das auch nicht wirklich gesundheitsschädigend ist, das wäre wirklich suboptimal, dass mein Gebräu gesundheitsschädigend ist. Also von daher muss ich da ein bisschen aufpassen. Und wenn da grünes Licht ist, dass ich mir dann auch ein, ich weiß nicht, was das kostet, so ein Zertifikat geben lasse, ne, dann werde ich das natürlich dann auch sofort auf der Seite posten und genau, und dann geht es eigentlich los. Also das einzigste Problem, was ich wirklich habe momentan, ist noch die Abfüllungsanlage bzw. die Flaschen erstmal, weil die so ein Design haben soll, so ein ganz bestimmtes, so düster, so schwarz. So schwarz-chromfarben möchte ich gerne haben. Also schwarze Flasche und am liebsten auf der Flasche noch drauf so ein. Ah, ich kann jetzt gar nichts erzählen. Das ist so. Ich will es euch irgendwie zeigen, wenn es soweit ist. Ja, aber ich kann einfach nicht meine Gusche halten, weil ich bin so begeistert dabei. Das ist wieder, ich bin so angefixt, Freunde. Das ist so furchtbar. Weil ich einfach so Spaß dran habe. Weil ich sehe halt so, Mann, das hat so viel Potenzial und die Nachfrage ist jetzt schon so ein bisschen da. Und was viele jetzt erstaunen wird, dass so gleich von vornherein ich auch so eine Zielgruppe, sage ich jetzt mal, bediene, die, ich nenne es mal, ein bisschen wohlhabender ist. Also die auch das Geld hat, wirklich so ein Produkt zu kaufen, weil es halt wirklich A, Handarbeit ist, komplett. Also alles handwerklich hergestellt, eigenhändig und vor allen Dingen wirklich, ja, wie sagt man so schön, exclusive. Also das ist so richtig so, das gibt es nur einmal und auch in der Art gibt es nur einmal. Und das ist richtig krass, Leute. Und das ist so richtig so, ja, so Darkness. Das ist so richtig düster. Edeldüster, so könnte man sagen. Ja, Freunde, ich werde euch da, irgendwann werde ich es euch zeigen, wenn es alles klappt. Drückt mir einfach die Daumen und dann haben wir Glück und ja, dann zeige ich euch das alles. Welche so ein Bildchen mal so machen.
wenn ganz gut geht, Freunde, und dann gehe ich steil mit der Firma und dann baue ich mal mein Imperium auf. Und dann ärgere ich mich, dass ich all die Jahre zuvor immer nur über Kapitalisten gemeckert habe und gemacht und getan habe und meine Zeit verplempert habe im Internet für irgendwelchen Schwachsinn. Und ja, das hätte ich dann schon viel früher machen können, weil die Idee schon vorher da war. Naja, so kann es gehen, Freunde, so kann es gehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen so daran teilhaben lassen, an meinen Gedankengängen, die mir da so durch den Kopf schweben, so richtig so, so, ne, so in diese Richtung. Sehr, sehr spannend. So, achso, und jetzt wollt ihr noch die Branche wissen. Ja, die Branche ist übrigens Naturkosmetik, so heißt die. Das ist Naturkosmetik, Naturheilkunde. In diese Richtung geht's rein. Aber wie gesagt, so auf die edle Art, ne? So für die High Society, wenn man so will. Wow. Ja, ja, hier. Immer neue Ideen, ne? Wird nie langweilig mit mir. Also, das wird nicht langweilig, ich sag dir das. Ansonsten, was ist wieder passiert? Ja, nicht viel. So, ich habe mich dann wieder ausgeruht und habe dann wieder Filme geguckt, Freunde. Ich habe schon wieder Filme geguckt. Ich glaube, ich habe euch schon in der letzten Aufnahme-Season so ein bisschen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich ja aus heiterem Himmel heraus auf einmal wieder Filme geguckt habe. Und ja, das ist jetzt wieder passiert. Ne? Also ich habe mich dann wieder abends schön aufs Lümmelsofa und dann habe ich mir wieder schön mal so ein paar Streifen reingezogen. Und ich muss sagen, ja, war wieder was Interessantes dabei, Unter anderem ein Film von 1979 mit Sean Connery. Ja, das war hundertprozentig Sean Connery gewesen. Und zwar Meteor. Der hieß Meteor. Baut auf wohl Projekt Icarus. Soll es ja wohl wirklich geben. Gab es oder gab es mal in den 60er Jahren oder... Oho, wir haben eine neue Lavaquelle entdeckt. Wie schön, da können wir uns ja dann gleich mal daraus bedienen. Das ist sehr gut, weil, wisst ihr ja selber, wir brauchen ja auch... Habe ich einen Eimer bei? Nee. Aber ich sehe schon, das sieht ja schon wieder ganz ordentlich aus hier. So, ist eh gleich kaputt. Was ist das hier? Das ist Kies. Ja gut, Kies brauche ich jetzt erstmal nicht. Was ist das? Tuffstein? Na hier, das sieht doch schon mal ganz gut aus, was wir hier haben, ne? Gut, dann lasse ich jetzt die Lava sein. Dann gehen wir jetzt erstmal hier schön zurück. Und dann gehen wir jetzt nochmal einen Gang weiter. Ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder mit dem Kies zu kämpfen haben. Oder wir gehen einfach in die andere Richtung. Das können wir auch mal machen. Dass wir sagen, komm, gehen wir mal in die anderen Tunnel rein. Ne? Graben wir uns mal durch. Hauptsächlich soll es ja erstmal um die, ja, um diese Schiefernsteine da gehen, dass wir da erstmal unsere Wände weiterziehen können. Ne? Und die holen wir uns alle später hier, das ganze Zeug da. Das lassen wir ja hier alle so liegen. Dann gehen wir alle Gänge nochmal ab und dann holen wir uns die Dia da raus. So, jetzt geht es hier in die Richtung mal weiter. Mal sehen, was hier so Fröhliches auf uns wartet. Ne, einfach mal so reingehen hier. Hallo? Hallo? Ist hier irgendwas, was ich hier lagern kann? Nö, ist alles noch. Alle nur im grünen Bereich. So. Mensch, aber ich muss mal einen Schluck trinken hier. Ich habe hier so ein ekliges Bier, ey. Das ist wirklich eklig. Vom Thema Film zum Bier kann man auch machen, aber ich kipp's mir mal ein. Jetzt habe ich hier gerade ein besseres. Ein Grimbergen Double Amber. Mal sag mal, was richtig noblet. Oh. Cheers, zum Wohle. Mm. Oh. Sehr schön. Ja, lecker, lecker, lecker. Nee, ich hatte so ein ekliges Bier gehabt. Und zwar war das ein Steam Brew, also von der Eichbaumbrauerei Baden-Württemberg. Da haben die einen Porter rausgebracht, was ich noch nicht kannte. Aber das ist wirklich mit Abstand mit so eins der schlechtesten Biere, die ich je in so einem Tastingglas drin hatte. Das war wirklich wie Wasser, alkoholisiertes Wasser. Da waren keine Aromaspitzen drin. Das war wirklich eher so bäh. War jetzt gar nicht so meins. Also da dachte ich auch so, das geht besser. Aber nur gut, so eine Erfahrung macht man dann auch und muss alles getestet werden. Tropft es da oben etwa? Habe ich hier gerade Lavatropfen sehen oder? Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ich weiß es nicht. Wir passen mal lieber ein bisschen auf. So, genau. Nee, und ansonsten filmtechnisch, was waren da eigentlich noch bei gewesen? Ja, Cube habe ich mir nochmal angeguckt, aber den allerersten 1969. Den fand ich noch so, wo ich sage, ja, okay, kann man machen, ja. Also das war auch noch mal so weit okay gewesen. Ja, und so ein Science-Fiction-Film halt noch, ne? So typisch 80er-Jahre-Trash, sage ich mal. Nicht der Rede wert. Also Meteor war schon wirklich so mit das Beste, was ich da gestern geguckt habe. Das war wirklich schön gewesen.
Ansonsten können wir noch ein Thema machen. Ja, hier gleich zu Beginn erstmal alles abarbeiten. Hier die ganzen Themen auch und so. Und zwar, da ging es auch um Masters of the Universe. Also unter anderem, nicht nur, weil es gab ja auch andere Geschichten noch so. Ich sagte ja schon mal, ne, Marshall Braves, da gab es ja noch mit diesem Wilden Westen die Thematik. Was hat man noch gehabt? Oh, hier ist Gold. Warte mal, Gold muss ich abbauen mit der hier. So. Ja, ja, voilà. Schön, haben wir ein bisschen Gold. Weiß zwar jetzt noch nicht wofür, aber nehmen wir mal mit. Später, wenn wir in den Nether gehen, brauchen wir auf jeden Fall Gold.